So und moin zusammen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Sitzbank, Rückbank vom Motorrad reinigen könnt. Und ja, hier auch irgendwie ein komischer kleiner Fleck drauf, keine Ahnung, was das ist. Man sieht es hier auch überall so ein bisschen vom aktuellen Blütenstaub drauf. Nervige Rollerkinder. So, und das werden wir heute machen hier mit dem Dr. Wack S100 Sitzbankpflege. Reinigt, pflegt und macht einen UV-Schutz drauf. Und das ist wirklich sehr wichtig, weil so eine Sitzbank ist natürlich immensen Witterungsbedingungen einfach ausgesetzt. Ja, würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Das sollte auch easy und schnell klappen hier bei uns. Im nächsten Schritt gehen wir hin, nehmen uns hier das Mikrofasertuch. Jetzt schütteln wir das Ganze. Mensch, was ist denn hier für ein Verkehr los? So, jetzt wird das Ganze eingesprüht. Jo, kannst eh nicht fahren. So, das Ganze sprühen wir wie gesagt ein. Jetzt gucken wir auch mal, ob wir hier Hinweis nicht in praller Sonne anwenden. Das ist klar, nicht auf Reifen und so weiter. Anwendung: Flasche vor Gebrauch schütteln. Okay. Produkt auf die zu reinigende Einschmieren mit weichem Tuch sauber nachwischen. Also keine sonderliche Einwirkzeit. Und dann schauen wir doch mal, ob das klappt. Na, was haben wir hier für Flusen drin? So. So, und wie ihr sehen könnt, das ist richtig schön bei diesem Reiniger. Der schäumt das richtig schön auf. Und dementsprechend wird das auch wieder ordentlich sauber. So, und das ist wirklich relativ einfach. Also ist jetzt keine ordentlich große Herausforderung. Das kann man ganz easy machen. So. Und hier Platz des Sozius ist natürlich auch. Auch mal hier unter das Band gehen, wenn ihr so ein Pseudo-Halteband habt, was sowieso nie einer benutzt. So. Und dann sieht der Sitz doch schon wieder richtig schön frisch aus, weil es zugleich auch direkt geschützt wird mit dem Reiniger. Ja, so sieht das aus. Ja, ist wirklich ein klein wenig ein bisschen runtergekommen. Gehen wir jetzt mit einer trockenen Stelle des Tuchs nochmal drüber und nehmen die restlichen Sachen, die jetzt hier auf dem Lack, sorry, auf dem Lack, auf dem Sitz noch drauf sind, ab. Und dann ist das Teil gereinigt und auch wieder richtig schön gepflegt. Ja, also dann wird die auch nicht brüchig. Das Kunstleder müsste das hier in dem Fall sein und ist auf jeden Fall, ja, gefeit vor Witterungseinflüssen. Dementsprechend, ich hoffe, das hat euch gefallen. Könnt ihr euch das S100 hier nochmal anschauen? Ist verlinkt unterhalb des Videos. Lasst gerne den Daumen nach oben da, wenn das Video gefallen hat. Nur ein kleines Hinweisvideo, wie ich das immer mache. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.